So, hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Vlog von Norwegen. Und ja, es tut mir leid, dass gestern leider kein Vlog kam. Ich habe gestern leider keine Zeit gehabt. Tut mir leid, aber dafür kommen heute zwei Videos. Lasst euch mal überraschen, was noch kommt heute. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Fahrt nach auf die Insel Sula. Das ist eine norwegische Insel. Es gibt insgesamt, glaube ich, 7 norwegische Inseln. Und ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß. So, jetzt sind wir auch schon auf der Fähre nach Sula. Und ja, das ist so eine etwas größere Autofähre. Und da haben wir noch einen Zwischenhalt gemacht, an einem anderen Halt. Aber das war immer noch Festland. Und da gestern kein Video kam, habe ich mir mal heute noch ein bisschen mehr Mühe gegeben beim Schneiden. Ihr werdet es dann schon erkennen, was ich geändert habe. Habt ihr, denke ich, auch schon. Und ja, viel Spaß weiterhin. Ja, und dann kamen wir auf der Insel an und ja, dann hatten wir erstmal ein paar Probleme mit LKWs, da so eine lange Schlange da von der Fähre runtergefahren ist, kam da dann LKWs noch entgegen und dann musste der LKW immer den Autos ausweichen. Es war halt schon ziemlich eng die Straße, wie ihr auch sehen könnt, und waren nicht überall Ausweichmöglichkeiten, war ziemlich schwierig. Ja, die Insel, fand ich zumindest, hat mich sehr an Schottland erinnert oder Island oder irgendwie so. War halt ziemlich steinig und ein bisschen moosig und ja, hat mich halt ziemlich stark dran erinnert.
Wir haben da an dem Tag halt schon ein bisschen rumgeguckt, wo man am besten angeln konnte. Und zum Schluss haben wir dann doch nur an unserer Hütte geangelt, weil man da eigentlich am besten angeln konnte. Weil hier von der Brandung aus war es schwierig, weil man da schlecht runterkam. Und ja, es war halt wirklich ein bisschen schwierig, einen Platz zu finden. Ja. So, und dann hatte mein Bruder die Möglichkeit, im Boot mitzufahren. Und dann hat er hier die ganze volle Kiste mit Makrelen mitgebracht. Und ja, wirklich die ganze Kiste voller Makrelen. Das war echt cool. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann wieder im nächsten Vlog. Tschüssi!